Am 19. Oktober hatten Astronomen ein mysteriöses Objekt in unserem Sonnensystem entdeckt. Aufgrund seiner Flugbahneigenschaften hielt man den Himmelskörper zunächst für einen Kometen. Als bei genaueren Beobachtungen keinerlei Schweif beobachtet wurde, klassifizierte man das Objekt dann jedoch als Asteroid ein. Nun haben Forscher jedoch eine völlig neue Theorie. Bei 1I Oumuamua könnte es sich um ein Raumschiff aus einer außerirdischen Zivilisation handeln. Nun will ein Team von Wissenschaftlern rund um Stephen Hawking das Objekt genauer unter die Lupe nehmen. In einem ersten Schritt wollen sie den Himmelskörper, der einen Durchmesser von etwa 200 Metern hat, auf elektromagnetische Signale überprüfen. Das könnte klären, ob Oumuamua fremdes Leben beherbergt oder am Ende doch nur ein Asteroid mit einer ungewöhnlichen Form ist. Stutzig machte die Wissenschaftler, dass der Himmelskörper sehr sauber, ohne die typische Staubwolke unterwegs sei, die sonst um Asteroiden beobachtet werden kann. Das lasse darauf schließen, dass das Objekt aus sehr dichtem Material sei. Wahrscheinlich Stein, womöglich auch Metall. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit extrem gering ist, eine außerirdische Aktivität zu finden, sind die Wissenschaftler zuversichtlich. Der Name Oumuamua ist übrigens hawaiianisch und bedeutet so viel wie Botschafter aus der Ferne. An Optimismus mangelt es den Wissenschaftlern also definitiv nicht.